Kokosbirne. So, ich habe jetzt mit dem Aufbau meines Fuhrparks begonnen und als erstes an die Reihe kommt der Bahnbauzug, der Zug der Bahnbaugruppe. Hierzu habe ich mir zunächst einen Niederbordwagen bestellt bei Pico. Er ist gestern angeliefert worden. Ich habe ihn bewusst nicht in Gelb genommen, weil das ist mir dann zu viel Gelb, Lok und Wagen und dann womöglich noch einen gelben Kranwagen, auf den werde ich wahrscheinlich sowieso verzichten. Also dieser türkisfarbene Niederbordwagen, der gehört zur Bahnbaugruppe und Epoche 4, er lief in den 70er Jahren. Aber ich denke mal, auch heute laufen noch diese alten Niederbordwagen. Ist also kein Problem, den in einer aktuellen Zuggarnitur mitlaufen zu lassen. Dahinter kommt eigentlich, ich habe mir den Wagen auch schon bestellt, aber er ist noch nicht geliefert worden, ein Kesselwagen. Ich weiß gar nicht, von Pico oder Rocco, habe ich jetzt vergessen. Der wird jetzt geliefert und der kommt hinten dran. Provisorisch wird jetzt diesen Zweck erfüllen, zwei gedeckte Güterwagen. Ich habe zwei ganz alte Güterwagen, uralt sind die schon, vom Sibi bekommen. Es lässt sich auch nicht mehr ausmachen, von welchem Hersteller die sind. Unten ist nichts eingraviert. Ich kann also nicht sagen, von welchem Hersteller. Diese beiden Wagen haben auch keine Kurzkupplung, keine Nemmschacht für Kurzkupplungen. Sie sind also schon sehr alt. So sieht jetzt die ganze Zuggarnitur aus. Ja, normalerweise hat der Hersteller seinen Markennamen immer am Wagenboden eingraviert, aber in diesem Falle fehlt jede Gravur. Er hat sich nirgendwo verewigt, kann also wirklich nicht sagen, von welchem Hersteller diese beiden uralten Güterwagen stammen. Zudem habe ich mir noch die Waggons für meinen Museumszug gekauft. Das sind hier 4 dreiachsige Umbauwagen von Rocco. Die sind auch gebraucht, aber sehr gut erhalten. Sie sollen gezogen werden, entweder von der Baureihe 23 oder von einer E41, also von meiner E41. Sie sollen also im Innenkreis verkehren. Im Außenkreis soll, ich weiß noch nicht, welchen ich mir da kaufen werde, einen dieser aktuellen bunten Dieseltriebwagen laufen. Entweder von Lilliput oder auch von Pico oder auch von Fleischmann gibt es sehr schöne. Aber die sind gebraucht, sehr schwierig zu bekommen und da werde ich noch weiter nachsuchen. Auf jeden Fall werde ich euch die Neuzugänge in meinem Fuhrpark in den kommenden Folgen dieser Videoreihe vorstellen. So, die Lok ist nun wieder aus der Reparatur zurück und der Verkäufer hat geschrieben, eine angesteckte Bremsbacke hat sich vermutlich etwas gelockert und sich dann im Gestänge leicht verklemmt, vermutlich durch Transport. Das Licht funktioniert, ist aber serienmäßig sehr schwach. Wollen wir mal testen, ob die Lok jetzt wirklich fährt. Ja, das Gestänge dreht sich, die Treibräder drehen sich. Wunderbar. So, ich denke, als Test genügt das. Und sobald ich die Gleise der Anlage fertig verlegt habe, wird die Lok wunderbar ihre Runden drehen können. So, hier habe ich jetzt mal meinen ersten Gleisplan erstellt. Es ist nur eine grobe Skizze, die sich auch noch jederzeit überall verändern lässt. Wer sich diese Skizze mal genauer angucken möchte, der sollte mal auf die Pause-Taste drücken. Hallo liebe Modellbahnfreunde,
Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Abrissbirne. So, die Schienen sind abgebaut. Das ist ja nur Blödsinn, ne? Das ist ja Quatsch. Nochmal. So, die Häuser sind abgebaut. Als nächstes werden noch die Schienen demontiert. Und dann ist der Abbau der Anlage vollzogen. Fast vollzogen, denn die Holzplatten müssen ja noch abgenommen werden und das Untergestell auch abmontiert werden.